Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Fragda und ich bin wieder in The Elder Scrolls Legend. Jetzt hoffe ich mal, ich bin schon wieder spät dran. Vielleicht habe ich aber Glück und ich finde noch jemanden. Ich nehme jetzt einfach mal das Deck, das ich da habe. Wow. Okay. Tatsächlich einen Gegner gefunden. Und das ziemlich zügig. Und das um... Ach du Scheiße, wir haben schon wieder halb zwei. Oh Mann. Ich sollte wirklich mal ins Bett. Wenn du als Zweiter ziehst, startest du das Spiel mit einem Bonus-Elixier der Magik. Ja, ist okay. Willkommen zum Gruße, Bürger. Meldung. Eure Befehle? Ist ja cool. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Zeigt mir eure Wunden. Zu Befehl. Wer sich mit meinem Clan anlegt, legt sich mit mir an. Der hat ja schon ein richtig interessantes Deck. Zeit für den Kampf bei den Feuern von Alduin. Na? Dieser Tag ist unser. Ab in die Bresche. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. Ich höre und gehorche. Jetzt bezahlt ihr. Halt! Im Namen des Jarl! Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Hylaret. Plan. Geist des Himmels, leite euch! Mit unserem Dienst ehren wir Kühne.
nicht gegen mich grunzen, das Geber! Jetzt bezahlt ihr! Bei den Feuern von Alduin! Oh, shit. Ich hatte ja nur noch... Ach, das war Mist. Ich hatte gehofft, dass ich auf 3 komme. Und dann hätte ich hier noch spielen können. Das war gerade Mist. Es gibt einen Plan. Es gibt immer einen Plan. Ihr Tod wird dem Kaiserreich Ruhm bringen. So war es. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Kaiserliche Soldaten ergeben sich nie. Kämpft gegen mich, grunzender Skever! Jetzt bezahlt ihr. Talos! Ach scheiße, ich hab gedacht, das wäre ein Wächter, den ich da gesetzt habe. Wow, der hat aber coole Karten. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Jetzt bezahlt ihr. Es war mir eine Ehre. Zu Befehl. Tja. Ihr kämpft gut. Ja, das meine ich. Man muss halt wirklich eigentlich... man muss halt schon noch ein bisschen spielen, damit man noch mehr Karten bekommt, damit man sich ein besseres Deck zusammenstellen kann. Letztlich bei so Spielen ist es natürlich auch eine Sache des Skills, aber letztlich kommt es natürlich einfach darauf an, welche Karten man hat. Lange Saisons nach den Sternen und erhalte dafür Belohnungen. Aber darauf basieren diese Spiele natürlich auch, sonst würden die ja keine Kohle machen. Wenn die Leute sagen würden, oh ja, mit den Karten, die ich da habe, da gewinne ich auch so. Natürlich ist da irgendwo auch immer ein Pay-to-Win dabei. Klar, sonst wird ja kein Mensch sich diese Karten kaufen für echtes Geld und dann würden diese Spiele ja kein Geld abwerfen. Na, das muss man halt einfach auch sich immer klar machen. Da darf man aber auch nicht rumweinen. Ja, ich finde es mir erbärmlich, wenn dann Leute mir irgendwie vorflennen. So, der hat mich besiegt, aber der hat ja auch sich den Kram gekauft. Naja, kannst du doch auch machen. Ja, das ist einfach, das muss man, wenn das Spiel das eben hat, dann ist das halt Teil des Spiels. Und dann bringt halt auch Mimi nix, sondern dann muss man halt einfach sagen, ja, ist so. Ja, also entweder du akzeptierst das und kriegst halt häufig aufs Maul, oder du kaufst dir halt auch bessere Karten. Ja, und dann kannst du wieder mithalten. Wenn dir das nicht passt, musst du halt ein anderes Spiel spielen. Ja, aber das ist ja schon das Grundprinzip auch schon in den echten Karten gewesen. Ich habe ja hier nicht 5 Kartons voll Magic the Gathering Karten, weil ich die Karten einfach nur hübsch fand. Klar sind das echt schöne Bilder, schöne Sprüche. Aber natürlich ging es mir immer darum, bessere Karten zu kaufen, damit ich eine Überlegenheit gegenüber meinen Spielern, anderen Spielern habe. Also das Grundprinzip dieser Taktikkartenspiele war ja schon immer Pay to Win. Hätte es ja noch nie Sinn gemacht. Also ich will jetzt gar nichts da. Also wie gesagt, jetzt nicht denken, so, das macht der Monty. Nee. Ich habe verdient aufs Maul gekriegt. Das hätte mich ja echt verblüfft, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Und der hatte natürlich einfach auch schon ein paar bessere Karten im Deck. Ja, das ist halt einfach so. So, deshalb denke ich halt bei so einem Spiel, wenn man jetzt da nicht großartig Kohle reinstecken will am Anfang, weil man sich schon nicht sicher ist, ob einem das Spiel wirklich gefällt, ob man das langfristig spielen will, sollte man vielleicht erstmal gucken, dass man, wenn es sowas gibt wie hier die Kampagne, wo man sich offensichtlich noch Karten dazu erspielen kann, dass man sowas erstmal eine Zeit lang macht und sich dann auch das Spiel besser kennenlernt, welche Karten machen Sinn, welche braucht man nicht unbedingt im Deck. Klar kann man sagen, so, ja, wenn 50 bis 70 Karten, dann knüppel ich das alles, was ich habe, rein. Aber das macht ja nicht immer Sinn, weil man hat ja diesen Stapel von Karten und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Karte also gezogen wird und dir zugeteilt wird, ist natürlich höher, wenn weniger Karten im Deck sind. Ja, wenn ich eine besondere Karte habe, die ich richtig gut finde und ich habe nur 10 Karten im Deck, ist die Wahrscheinlichkeit eben deutlich höher, dass diese Karte dann auch kommt, als wenn da 70 Karten auf dem Haufen liegen.
Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit groß, dass man schon kaputt ist, bevor die Karte, die man gut gebrauchen hätte können, überhaupt erst gezogen wird. Deshalb sollte man eigentlich die Decks nicht so aufblähen, sondern lieber gucken, dass man die Decks schmal hält, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass eine bestimmte Karte auch gezogen wird. Dann natürlich aber auch sich genau Gedanken macht, welche Karten kann ich gut gebrauchen, wo wirklich einen entscheidenden taktischen Vorteil auch bringen können. So, also war aber auf jeden Fall schön. Deshalb habe ich ihm ja auch angeschrieben, also so am Ende noch geschrieben, hier schöner Kampf. Dann würde ich aber sagen, ich mache jetzt auf jeden Fall noch in der Kampagne ein bisschen weiter, weil die finde ich wirklich gut erzählt, die macht auch wirklich Laune. Ach, nichts geht über einen Sturm. Ohne ist die Seefahrt öde. Und Piraten? Nein, das sind Bastarde. Behandeln ehrliche Schmuggler wie gewöhnliche Händler. Keine Ehre unter den Schurken. Ich wollte schon mal kurz reingucken, weil ich habe ja hier auch ein relativ großes Deck dabei. Ja, aber ich finde die eigentlich nicht schlecht, das Deck. Wobei mir halt schon mehrere Karten auffallen, die ich vermutlich rausschmeißen würde, sobald ich andere Karten noch krieg. Also es sind einige dabei, die würde ich ersetzen. Aber da ich mir keine anderen Karten habe. Was ist jetzt schon wieder los? Gestohlen. Schicken wir diese miesen Diebe in die salzigen Tiefen. Männer, sonst wird euch der Sturm holen. Die Winde sind uns wohlgesonnen. Sterbt, erbärmlicher Hund. Ich bin zu allem bereit, Glanz und Gedärm. Weg mit euch! Glanz und Gedärme. Stellung halten. Glanz und Gedärme.
Glanz und Gedärme. Für Glanz und Gedärme. Warum steht die Karte jetzt so rum? Keine Ahnung. Warum habe ich jetzt 0? Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Ihr könnt uns nicht besiegen. Früher war ich ein Abenteurer wie ihr. Mit unserem Dienst ehren wir Kühne. Ich höre und gehorche. Ihr könnt uns nicht besiegen. Ihr entkommt mir nicht. Ihr entkommt mir nicht. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Früher war ich ein Abenteurer, wie ihr. Ihr entkommt mir nicht. Ich höre und gehorche. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Früher war ich ein Abenteurer wie ihr. Magnus, Gott der Zauberei, steh mir bei! Das verstehe ich nicht, warum hier die Wächter da ständig irgendwo hingepackt werden. Ich besetze die Mauer. Ihr entkommt mir nicht. Ich bin gleich im Eimer. So steht es geschrieben. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Beim Auge von Magnus. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Das war's.
Aber der hatte auch, das, also der hat die KI wirklich ein geiles Deck. Vor allem dieser Schutzzauber ist natürlich verheerend, weil die keinen Schaden erleiden. Das ist natürlich schon richtig krass, gell? Tja, da kann ich helfen. Kann nichts mehr machen eigentlich. Ich habe auch zu oft zu viele Karten bekommen mit einer 4. Also ich hatte gerade die kleinen, die 0, 1, 2, 3er Karten sind so gut wie gar nicht großartig aufgetaucht. Die man hier jetzt wirklich einfach mal gebrauchen hat können. Naja, ist eh gegessen. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Na, das ist mal ein Lauf, oder? In dem Video gleich zweimal der Arsch versohlt bekommen. Einmal von einem Spieler, einmal von der KI. Geil. Nicht schlecht. Mal gucken, wie die Story reagiert, die Kampagne, wenn man verkackt. Oder ob es dann einfach heißt, du machst halt nochmal keine Reaktion darauf. Aber Erfahrung bekommt man trotzdem. Also schön auf jeden Fall. Die KI wird also offensichtlich auch insoweit stärker, dass er halt immer bessere Karten auch bekommt. Da muss man natürlich gucken, wie man das ausgleicht. Jetzt bin ich natürlich noch eher am Überlegen, das Deck zu verändern. Weil das gerade eben war das echt schlecht gelaufen, wie die Karten gefallen sind. Das waren definitiv zu viele hohe Karten. Also auffällig viele Vierer immer wieder. Gerade dann, wenn es mal notwendig gewesen wäre. Dabei habe ich eigentlich so viele Vierer gar nicht. Aber die kamen dafür dann ständig. Das finde ich auch interessant, dass die Karten nicht aus dem Deck raus sind, wenn sie gefallen sind, sondern quasi immer wieder nochmal kommen können. Das ist ja in vielen Kartenspielen halt einfach anders. Also wenn man zum Beispiel richtig mit einer Karte spielt, wie bei Magic spielt, wenn die Karte eben verwendet wurde, dann ist sie halt raus aus dem Deck. Ich würde die jetzt aber ehrlich gesagt nicht rausnehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine 4 fällt, ist so hoch eigentlich gar nicht. Den Sumpfschlurfer würde ich, glaube ich, rausnehmen. Hat halt tolle Angriffswerte. Nee, den lassen wir drin. Also ich finde den zurzeit, ich habe ja relativ viele. Also, das war gerade einfach Pech, dass da so viele Vierer hintereinander gefallen sind. Egal, macht nichts. Ich würde trotzdem sagen, wir setzen einen Cut. Das gibt es wieder so ein endlos langes Video. Und wir sehen uns wieder. Da probiere ich das immer mit den Piraten. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung. Es kann nicht sein, dass ich von der KI so der Arsch versucht bekomme. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.